Hey Freunde, heute müssen wir uns als Polizist an alle Straßenverkehrsordnungsregeln halten. Da vorne ist mein Auto, wir fahren direkt los, denn der Juwelier wird ausgeraubt. Wir fahren aus der Parklücke raus, blinken natürlich vorbildlich, fahren 50 km/h, Blinker rechts, Blinker links, gucken, kommt keiner, dann können wir fahren. Und jetzt bin ich schon ein bisschen zu schnell. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir uns wirklich an alle Verkehrsregeln halten. Eine Vending Machine wurde ausgeraubt, vielleicht ist sie hier in der Nähe, ja. Dann müssen wir jetzt an geeigneter Stelle wenden. Das machen wir mal hier. Blinker rechts. So, Blinker links. Wir fahren nämlich rückwärts wieder raus. Und jetzt, Blinker brauchen wir gar nicht. Wir fahren weiter. 50 km/h. Oh, der Juwelier wird schon wieder ausgeraubt. Aber wir fahren jetzt zum Automaten. Boah, wenn man nicht gerade schnell fährt, dann ist das, dauert das ganz schön lange. Blinker links. Freunde, wir machen Martinshorn an. Blaulicht machen wir an. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller fahren. Sonst kommen wir da ja gar nicht mehr hin. So, wir machen hier Blinker rechts. Oh, ab über den Schotterweg. Da dürfen wir auch überfahren. Okay, was ist hier los? Hier können wir erstmal ein paar Stopsticks platzieren. Wer ist das? Das ist Lorenzo. Was? Lorenzo und 2K Luck. Nee, die sind doch gar nicht gesucht. Haben wir noch jemanden hier? Wer ist er? Kennzeichen 10. Das ist er hier, der ist gesucht. Okay, Freunde, wir haben einen Lamborghini, der gesucht ist. Blaulicht machen wir an. Damit dürfen wir auch hier über den Bordstein fahren. Machen wir natürlich nur da, wo es wirklich nötig ist. Wir versuchen trotzdem, machen Blinker rechts. Wir versuchen es natürlich trotzdem an alle Verkehrsregeln zu halten. Ihr seht das schon, wenn man sich nicht daran hält, dann macht man große Fehler. So, Blinker rechts. Wir wollen nicht den Straßenverkehr gefährden. Wir wollen hier nur einen Flüchtigen finden. Blinker rechts setzen. Geradeaus rüber. Wir müssen den Straßenverkehr gut im Auge behalten. Wir dürfen zwar schnell fahren, aber nur solange es sicher ist. Okay, Blinker links, damit alle wissen, wo ich hin muss. Blinker rechts und auch hier rüberfahren. Okay, jetzt, wo ist er hin? Oh, Blinker rechts. Da seht ihr schon. Das verleitet mich zu gefährlichen Manövern. Da vorne ist er. Das ist der Lamborghini hier. Wo wird's hin? Und erledigt. Sehr nice. Und daneben getasert. Ah, wir haben noch 8 Sekunden. Oh, jetzt wurden wir angefahren, Freunde. Wir wurden angefahren. Vom Kennzeichen 55. Ich denke mal, der ist nicht gesucht. Nein, Lorenzo ist nicht gesucht. So, dann machen wir das Blaulicht wieder aus. Blinker links setzen. Wir können ja jetzt leider nicht viel machen. Wenn er nicht gesucht wird, können wir da nicht einschreiten. Blinker rechts und jetzt müssen wir wieder gemäß der Straßenverkehrsordnung fahren. Oh, da vorne ist er, ja. Dann halte ich mal hier an. Motor aus und da vorne ist er doch. Hä, ist der blöd? Der ist nochmal da reingefahren. Okay, da ist er. Motor anmachen, Blinker links. So, hier rein. Blinker rechts setzen beim Rausfahren. Und dann gucken wir mal. Fahren wir mal ein Stück hinterher. Da steigt er aus. Oha. Ja, da kann ich leider nicht viel ausrichten. Wir machen Blaulicht an, damit wir hier rüberfahren dürfen. Blaulicht wird wieder ausgemacht. Wir dürfen hier auf 70 km/h beschleunigen. Wir können den eh nicht richtig hinterherfahren, deswegen lasse ich das mal. So, hier müssen wir wieder abbremsen auf 50 km/h. Oh, der Lambo will uns rammen. Da sind wir natürlich passiv unterwegs und weichen natürlich aus. So, was hat er jetzt vor? Wir machen wieder Blinker links. Wir werden ihn einfach mal links überholen. So, dann gehen wir hier Blinker rechts. In den Kreisverkehr fahren wir nicht mit dem Blinker rein, sondern beim Rausfahren, ist ja ganz klar. So, der Lambo macht auf jeden Fall gefährliche Manöver. Wir werden hier trotzdem bei der roten Ampel halten. Oh, er will auch hier halten. Der Juwelier wird ausgeraubt, Freunde. Da warten wir nochmal eben auf die rote Ampel. So, die rote Ampel ist weg. Hier, da haben wir eine kleine Schießerei. Ich überhole mal von links. So, links abbiegen und ja, den Vorfahrt haben wir ihm fast genommen. Lief aber ja ohne Probleme noch. Da kommt ein blaues Auto und Stopstick. Ah, das ist Polizei. Wir müssen auch mal Blaulicht anmachen. Hier sind zwei Polizeiwagen. Wir wollen den Blinker links machen. Unsere Kollegen vorbei. Blinker rechts. Dann halten wir mal hier vor der Bushaltestelle an, damit der Bus da noch vernünftig hinkommt. Und gehen mal rein. Ja, hier ist nichts mehr los. Dann können wir wieder vorfahren. Blinker links setzen und los geht's. So, es wird Nacht. Dann mache ich natürlich Licht an. Ist ja klar. Wir haben hier jemanden, der Backup required. Und zwar beim Car-Dealer. Dann werden wir jetzt mal, weil das dringend ist, Blaulicht anmachen und natürlich die Sirene. Wir befinden uns hier noch innerorts, deswegen dürfen wir nicht übertreiben mit den Geschwindigkeiten. Da vorne ist außerorts. Dann fahren wir da mal schnell hin. Hier dürfen wir eigentlich 70 fahren. Wir sind schneller unterwegs. Und wir müssen abbremsen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da habt ihr gesehen. Das passiert, wenn man zu schnell fährt. Auch als Polizist. Das geht nicht. Da muss ich mir eigentlich selber einen Strafpunkt geben. Das kann ich nicht bringen. So, wir biegen hier rechts ab. Da vorne ist noch der Lamborghini von unserem Kollegen. Okay, Freunde. Wir sind an unserem Einsatzort angekommen. Unser Kollege ist nicht mehr hier. Aber wir haben gerade mitgekriegt, dass der Farmshop ausgeraubt wird. Dann fahren wir da natürlich hin. Ich mach mal das Blaulicht. Ich mach mal die Sirene aus, damit wir da einen stillen Alarm haben. Da vorne ist ein Kollege. Links überholen. So, reinfahren. Rechts blinken, damit wir hier raufkommen. Links blinken, damit wir hier auf Farmshop rauffahren. Und da vorne sind sie doch, die Kollegen. Da, wo wollt ihr hinfahren? Nach vorne oder nach hinten? Der entscheidet sich für hinten oder auch nicht. Na, wo willst du hin? Na, wo willst du hin? Und durch meine Stopsticks durchgefahren. Dann fahren wir jetzt mal hinterher. Wir machen Blaulicht an. Und da ist er. Ja, er will rennen. Okay, dann rennen wir mit ihm. Wir trinken noch einen Energy, dann sind wir eh schneller. Oder haben mehr Ausdauer, eher gesagt. Wir springen mal rüber, dann können wir ein bisschen über die Ecke gehen und...
getasert. Leonie, Grüße gehen raus, hast du gut gemacht, aber gegen mich hast du keine Chance. Dann setzen wir Leonie hinten rechts rein, dann kann sie mich nicht angreifen oder schlecht angreifen. Wir fahren mal links hin, so, können das Blaulicht ausmachen und fahren jetzt einfach ganz normal. Wir sind hier in der 100er-Zone sogar, das heißt, darf hier sogar ein bisschen schneller fahren. Okay, wir geben Gas. Wir fahren mit 100 auf einer Ampel zu. Okay, das finde ich crazy, das kenne ich so gar nicht. So, und jetzt haben wir hier eine unbegrenzte. Blinker können wir ausmachen. Und dann können wir die gute Leonie jetzt schön schnell ins Gefängnis bringen. So, 170 km/h ist hier erlaubt. Oh, hier kommt das 100er Schild. Dann bremsen wir natürlich ab. Hier endet die Autobahn. Grüne Ampel. Und hier dürfen wir wieder auf 100 km/h hoch. Wir haben einen Officer Goat, der ja gedownt ist. Das ist in der Nähe des Farmshops. Da kommen wir gerade her. Da können wir jetzt mit einem Gefangenen leider nicht hinfahren, weil das ist viel zu gefährlich für die Person. Wir werden hier jetzt auch nicht durch die Fußgängerzone fahren. Das haben wir jetzt gerade eigentlich gar nicht nötig. Ich muss Blinker links setzen, Blinker rechts setzen. Hier ist aber ein Verkehrschaos. Blinker rechts. Und da vorne ist doch schon das Gelände für das Gefängnis. So, rein. Blinker links setzen. Und dann werden wir mal ganz nach hinten fahren. Wir werden vorne nicht parken. Das ist mir zu gefährlich. So, die Tür ist jetzt gleich auf. Und wir können rein. So, Blinker rechts. Dann machen wir hier einmal den Warnblinklicht an, weil wir lassen den Motor an. Und jetzt können wir... Ach, die ist offline gegangen. Oh mein Gott, das habe ich nicht gemerkt. Gut, dann machen wir das Warnblinklicht wieder aus. Rückwärtsgang, Blinker links, weil wir ein bisschen links fahren. Blinker rechts, weil wir jetzt rechts fahren. Jetzt Blinker links, weil wir wieder links abbiegen werden. Und hier habe ich doch jemanden. Und... getasert. Der hätte mich auch fast umgebracht. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Einsperren und Blinker rechts setzen, weil wir fahren rückwärts nach rechts. Blinker ausmachen, wir fahren geradeaus. Und Blinker rechts, dann können wir nämlich hier wieder stehen. Wir machen den Warnblinklicht an, weil ihr wisst ja warum. Und jetzt nehmen wir ihn, gehen rein und können ihn arresten. Sehr schön. Dann können wir das Warnblinklicht wieder ausmachen. Wir machen wieder Blinker links. So, und jetzt Blinker rechts. Jetzt können wir hier rausfahren. Blinker links wieder und es geht weiter. So, wir wollen auf dem Parkplatz natürlich nicht rasen. Und jetzt gucke ich mal eben Requires Backup. Wir machen Blinker links, da kommt kein Auto. Ich weiß nicht, warum das Auto da steht, aber es steht auf jeden Fall im absoluten Parkverbot und Halteverbot. Okay, Blinker rechts. Hier können wir auf 70 km/h beschleunigen. Und ich schaue mal auf der Map, wo das ist. Okay, das ist beim Farmshop. Beim Farmshop scheint es gerade eine Art Schießerei oder eine Auseinandersetzung zu geben. Okay, wir müssen hier wieder auf 50 runter. Da kommt ein Auto aber ganz schnell angefahren. Da haben wir eine Kollegin und der rammt mich. Na toll, lieber Kollege, das geht ja wohl mal gar nicht. Also ich halte mich hier an alle Verkehrsregeln. So, wir blinken rechts. Und jetzt super. Habe ich mich verfahren wegen meinem Kollege. Dann fahre ich hier mal auf das Ding drauf, auf den Parkplatz. So. Und dann wenden wir mal. Okay, nicht zu schnell natürlich. Blinker rechts machen. Okay, es kommt keiner. Dann können wir da hin. Dann fahren wir jetzt auf den Kreisverkehr zu. Und wir müssen hier die nächste rechts. Okay, wir haben da anscheinend eine gefährliche Situation. Da müssen wir natürlich Warnblinklicht anmachen, Motor aus. Und da wir Polizist sind, werden wir natürlich helfen, die Unfallstelle vorher schon abzusperren. Wir machen hier die Pylonen hin, ist ja ganz klar. Habe ich noch was zum Absperren? Ja, Warn, die leuchten. Die sind nochmal ein bisschen besser als das, was wir da haben. Ich gucke mal, ob ich das von der anderen Seite auch helfen kann. Er hat da auf jeden Fall auch schon mal einfache Pylonen hingestellt, aber sehr nah da dran. Dann werden wir die, wir werden die da vorne an der Linie hin machen. Dann haben die Leute noch genug Zeit zu bremsen, denn wir haben hier eine 100er-Zone. So, jetzt wissen auf jeden Fall alle Bescheid. Ich werde mich jetzt hier am Straßenrand hinstellen und über den Straßenrand hier, über den Gehweg zu meinem Kollegen laufen. Denn man sollte nicht unnötig auf der Straße laufen. Das ist sehr gefährlich. Ich schreibe mal, sehr gut gemacht, Kollege. Und er bedankt sich. Er sagt, er ist fertig. Okay, dann werde ich jetzt da vorne wieder hingehen und die Straße von der Seite wieder freigeben. Wir wollen aber nicht unnötig über die Straße laufen. Deswegen lassen wir das auch. So, dann sammeln wir das hier wieder ein. Okay, und jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt werden wir hier über diesen Weg hier wieder zurück zu unseren Pylonen laufen. Okay, dann sammeln wir hier wieder alles ein. Perfekt. Achtung auf den Verkehr achten und alles eingesammelt. Schnell wieder zurück, ab von der Straße runter und jetzt ab ins Auto rein, Freunde. Warnblinklicht können wir ausmachen. Wir können weiterfahren. Ich denke mal, der Farmshop wird sich jetzt erledigt haben. Dann fahren wir jetzt einfach mal so eine Runde auf Streife. Kann ja keiner ahnen, dass wir da helfen müssen. Okay, crazy. Man fährt mit 100 in so einen Kreisverkehr quasi rein. Gut, wir blinken hier nochmal links. Beim Farmshop ist jetzt alles erledigt. Dann fahren wir hier vom Gelände runter. Blinker links, einmal gucken. Okay, Freunde, es wird. Ich darf mein Handy jetzt nicht rausholen, weil wir sind gerade unterwegs. Ich muss gleich mal auf die Uhr gucken. Ich stelle mein Auto mal hier ab. Mach mal Warnblinklicht an. Und jetzt kann ich mal den Motor ausmachen. Und jetzt gucke ich mal aufs Handy. Wir haben 4.20 Uhr. Das heißt, gleich wird wieder Tag. Ich mache mein Handy mal wieder aus. Warnblinklicht kann ich ab, ausmachen. Motor an, Blinker links. Und wir fahren weiter. 100 km/h. Aber wir müssen vorausschauend fahren. Da vorne ist eine rote Ampel. Das heißt, wir können jetzt schon abbremsen. Und wir wollen natürlich umweltschonend fahren. Deswegen machen wir den Motor aus. Wir blinken schon mal rechts, weil wir gleich nach rechts wollen. Okay.
Okay, wir sehen schon an der Fußgängerampel, gleich wird es hier grün. Dann können wir schon mal den Motor starten und jetzt ohne Verzögerung rechts abbiegen. Wir sind hier auf einer unbegrenzten Straße, das heißt, wir können ein bisschen schneller fahren, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir keinen Unfall bauen, denn da vorne steht schon wieder irgendwas. Ah ja, okay. Dann heißt das für uns jetzt hier Blinker rechts. Oder stimmt gar nicht. Wir machen direkt Rückwärtsgang und stellen da vorne ganz gut. Passt hier gut. Vor der Ausfahrt der Tankstelle werden wir das Auto quer auf die Straße stellen. Wir machen den Motor aus und machen direkt hier mal eine Pylone hin, damit keiner hier auf die Idee kommt, lang zu fahren. Da eine hin und da eine hin. Müssen wir ganz schnell hier am Straßenrand vorbeilaufen. Zum Glück habe ich eine Sicherheitsweste an, eine Warnweste, damit ich gut erkannt werde. Und ich gucke mal schnell aufs Handy. Es wird jetzt auch gleich Tag. Das heißt, die Autos haben nicht mehr so eine große Gefahr. Okay, wir sind jetzt hier schon an der Verschmutzung angekommen. Ist wohl ein Baum umgefallen in der Nacht. Wir müssen noch da vorne zu den Pylonen hin, damit wir frühzeitig diese Warndinger aufstellen können, damit die Autofahrer nicht überrascht werden. So, wir machen hier eine hin und da eine hin und da eine hin. Ich sehe schon, da kommt mein Kollege von der Feuerwehr. Ich werde jetzt auch direkt mal zurücklaufen und meinen Kollegen Bescheid geben. Immer sicher nicht auf den Standstreifen, sondern sogar dahinter. Also holen wir das Handy raus, gehen jetzt hier in den Emergency rein, Fire Department und rufen natürlich die Feuerwehr. So, da vorne wird sie kommen. Ich hoffe, dass sie an mein Auto vorbeifahren kann. Sie rammt mein Auto. Oh mein Gott. Das geht ja wohl mal gar nicht. Das geht ja wohl mal gar nicht. Anhalten. Ich hoffe mal, dass die schweres Geschütz haben. So, da wollen wir mal schauen. Okay, er wird das hier wegmachen. Ich versuche natürlich hier nochmal abzusichern. Da vorne fahren ein schneller Bugatti lang. Hier ist auf jeden Fall abgesichert. Das ist aber relativ gefährlich. Wenn jetzt ein Auto in das Auto reinfährt, dann kann das Auto ihn hier zerdrücken. Das ist sehr gefährlich. Deswegen immer Auto weit wegstellen und am besten weit von der Straße weg, denn das hier ist eine Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich stelle mich hier mal hinter den Zaun, da kann mir nicht mal so viel passieren. Dann werden wir das mal von hier beobachten. Wir laufen auch von hier mal zu unserem Auto und werden da vorne mal die Spur absichern. Ich werde jetzt einfach mal den Mitarbeiter hier bei der Tankstelle Bescheid geben, dass er die Autos hier vorwarnen soll. Hallo lieber Mitarbeiter, bitte warnen Sie die Leute hier vor, dass sie hier nicht mehr rechts abbiegen können. Sie müssen alle links abbiegen auf der Autobahn. Rechts ist leider gerade die Straße verschmutzt. Bitte einmal jeden Kunden Bescheid geben. So, dann können wir wieder rausgehen und ab zu unserem Auto laufen. Ich schaue mal vom Weiten, ob die verschmutzte Fahrbahn soweit wieder freigeräumt wurde. Und oh, ein Bugatti ist da durchgefahren mit Kollegen und da hinten kam es zum Unfall. Genau deswegen muss alles abgesperrt werden. Genau deswegen darf man hier nicht stehen. Aber es sieht so aus, okay, unser Kollege hat alles fertig. Dann nehmen wir diese Pylonen wieder mit. Wir geben hier alles frei. Wir fahren hier trotzdem mal mit Warnblinklicht in der Mitte der Straße lang. Unser Kollege darf nicht so schnell fahren. Er darf nicht so schnell fahren. Oh mein Gott. Okay, es kam zum Glück zu keinem Unfall. Wir werden hier links überholen. Ne, wir lassen ihn erstmal. Wir lassen ihn erstmal wenden. So, dann fahren wir weiter. Wir wollen nämlich jetzt hier rechts auf den Dingens. So, Motor aus. Oh mein Gott, was machen die da? Oh mein Gott, er benimmt sich echt gar nicht. Okay, danke schön. Danke, danke, danke. Wir müssen jetzt hier schnell die Autobahn wieder freigeben. Das ist ein gefährlicher Moment. Schnell, schnell, schnell. So, und jetzt können wir wieder zurück. Da können wir jetzt leider nicht mehr unterstützen. Wir können unser Warnblinklicht ausmachen und rückwärts hier rauffahren. So, über die Dinger können wir nicht fahren. Achtung, Stau. Gegenverkehr. Bei Stau muss man Warnblinklicht anmachen. Okay, wir blinken hier rüber. Rechts. So, und jetzt fahren wir mal weiter. Das reicht eigentlich. 100 km/h dürfen wir hier natürlich auch fahren. Dann beschleunigen wir mal ein bisschen. Okay, wir haben eine rote Ampel. Da halten wir natürlich an. Oh, wir brauchen gar nicht anhalten. Wir können den Motor ausrollen lassen. Sehr gut. Im Tunnel wird natürlich nicht überholt, auch wenn wir jetzt hier einen langsamen LKW vor uns haben. Denn in einem Tunnel sollte man eigentlich nicht überholen und dementsprechend... Oh, was macht er da? Dann kommt es zum Unfall. Warnblinklicht anmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Achtung, hat sich die Lage hier beruhigt? Ja, okay. Eigentlich ist die Spur hier auf der Straße auf. Oh, Warnblinklicht. Oh mein Gott, hintere. Oh nein, oh, hintere Kurve muss ich mich jetzt stellen, damit die Leute Bescheid wissen. Rückwärtsgang anmachen. Warnblinklicht anmachen. Auto schräg stellen, damit keiner kommt. Wir holen die Warnbaken raus, stellen die hier hin. Und jetzt geht's an der Seite lang im Tunnel nach vorne vor der Kurve, um zu schauen, ob sich die Situation beruhigt hat. Nein, hat sie nicht. Dann wird jetzt hier das alles rausgeholt. Halt, halt. Was macht mein Kollege da? Sie sind im Gegenverkehr. Oh mein Gott, was machen die da? Okay, der Verkehrsfluss kommt wieder in Gang. Dann können wir jetzt auch hier wieder an der Seite lang laufen. Das ist schon echt ein Abenteuer hier in Notruf Hamburg, wie die Leute hier teilweise fahren. Das ist echt unmöglich. Okay, wir nehmen die ganzen Warnbaken wieder mit. Schnell wieder ins Auto rein. Motor an, Blaulicht aus und weiter geht's mit 100 km/h. Was geht hier denn jetzt schon wieder ab? Das heißt, wieder Blaulicht, wieder Warnblinklicht anmachen und am besten auch noch hier bei diesen Kollegen auch noch Blaulicht, damit wirklich alle Bescheid wissen, was hier los ist. Bitte, bitte.
benehmen Sie sich, Kollege. Wir fahren dem LKW die ganze Zeit hinterher, das geht gar nicht. Wir haben aber Z8 Big Mac, der irgendwie Hilfe braucht. Freunde, der Juwelier wird ausgeraubt. Dann fahren wir da mal wieder mit stillem Alarm hin. Ein bisschen schneller als erlaubt können wir uns leisten, denn die Straße ist frei. Okay, da haben wir ein Auto, was möglicherweise das Täterfahrzeug ist. Dann stellen wir hier schon mal ein paar Stopsticks hin. Wir holen den Taser schon mal raus und... von hinten getasert. Sehr gut. Gar nicht erst ermöglichen, dass sie sich wehren können. Okay, und jetzt ab wieder zurück zu unserem Auto. 8K. Tut mir leid, nein. So, jetzt müssen wir unsere Stopsticks natürlich mitnehmen, damit wir keine Autos kaputt machen. So, wir können das Blaulicht ausmachen und Blinker links setzen. Da kommt keiner. Wir müssen ja Vorfahrt gewähren. Hier ist auch kein Fußgänger. Bitte. Nein, tut mir leid. Sie sind kriminell. Da kann ich nichts machen. Und Blinker links setzen. Es kommt keiner. Überholt auch keiner. Dann biegen wir ab. Kann ich die Sachen verkaufen? Es tut mir leid. So, Blinker setzen. Wir steigen aus. Blinker wird ausgemacht. Motor wird ausgemacht. Jetzt muss ich ihm das nochmal erklären. Sie sind Beschuldigter einer Straftat. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt. Kann da leider nichts machen. Mir sind da als Polizist die Hände gebunden. Wenn ich eine Straftat sehe, muss ich da angemessen handeln. Er schreibt, oh, ja. Oh, und was ist hier jetzt los? Da haben die hier einfach einen Unfall gebaut. Okay, da muss ich jetzt mal von hinten lang und mal die Kelle schon mal rausholen. Das geht gar nicht. Okay, wir haben hier vielleicht ein paar Kriminelle. Wer ist er? OM, 2K Lu. Ja, die können anscheinend kein Auto fahren. Soll uns egal sein. Wir steigen unser Auto ein, machen Blinker links. Wir haben Tag. Wir können übrigens das Licht wieder ausmachen. Wir haben nämlich kein Tagfahrlicht. Blinker wird links gesetzt. Und jetzt gucken wir mal, wo uns die Streife hinführt. Oh, wir werden gerammt. Das geht gar nicht. Blinker rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt haben wir einen Unfall gebaut. Oder eher gesagt, unser Kollege. Jetzt müssen wir erstmal links abbiegen. Wir müssen jetzt erstmal hier die Situation wieder klären. So, wir müssen eben einmal kurz flüchten. Die Osso-Tankstelle wird ausgeraubt, Freunde. Blaulicht wird angemacht. Wir blinken rechts, wir haben Vorfahrt gewähren. So, wir geben Gas. Hier darf man eigentlich nur 70 fahren. Die Straße erlaubt es aber auch schneller zu fahren. Dann tun wir das natürlich angemessen. Vorhin haben wir hier leider Pech gehabt mit dem Zugverkehr. Wir müssen von links überholen. So, Blinker wieder rechts. Und jetzt geht's ab zur Osso-Tankstelle. Dafür machen wir hier schon mal den Blinker links. Das ist die nächstmögliche Straße, wo wir lang können. Es kommt kein Auto. Dann können wir hier rauffahren. Okay, schnell, 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 schnell. Wir dürfen hier sogar 100 fahren. Jetzt ist hier 50 natürlich. Wir fahren hier rein. Blinker rechts. Okay, er geht an der Seite. Vielen Dank dafür. Und jetzt müssen wir Gas geben. Blinker rechts setzen. Von da kommt kein Auto. Und jetzt geht's weiter zur Osso-Tankstelle. Oh, das dauert, das dauert, das dauert. Blinker rechts, wir haben eine grüne Ampel. Sehr gut. Unbegrenzte Straße. Wir können Gas geben. Hier einfädeln und drauf. Blinker links setzen. Es scheint so, als wäre kein Fahrzeug mehr da. Blinker rechts setzen, aber auf dem Feldweg. Dann machen wir mal den Blinker links und schauen mal auf dem ADAC-Gelände, ob uns da was auffällt. Wir müssen das Licht wieder anmachen, denn jetzt wird es wieder dunkel. Hier dürfen wir auch nicht so schnell fahren. Da vorne sehen wir doch einen Bugatti. Oder was ist das? Nee. Hier sehen wir ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen 83. Es fährt weg. 83 ist Bob 247. Haha. Dann können wir den jetzt mal hinterherfahren. Vielleicht können wir ihn ja erwischen. Da vorne ist er. Er steigt um in ein anderes Auto mit dem Kennzeichen 40 oder was? Nee. Oh, hier kommt es zu einem Unfall. Wir dürfen zwar schnell fahren, aber wir dürfen keine Gefahrensituation herbeiführen. Unser Kollege wurde angefahren. Da vorne haben wir den Flüchtling und er scheint sehr wild drauf zu sein. Blinker rechts setzen. Oh, jetzt ist hier eine Gemengelage. Unsere Chance hinzugehen und erstmal Stopsticks. Erstmal Stopsticks. Na, er kommt dran. Kommt er dran vorbei? Ja. Dann müssen wir jetzt leider Offroad gehen und hier an der Seite lang fahren. Natürlich langsam. Und da vorne ist er. Wir fahren hinterher. Achtung, da kommt ein Zug. Blinker rechts machen. Das ist jetzt gefährlich hier. Und er hat auf jeden Fall mehrere Kollegen hinten dran. Achtung, kein Unfall bauen. Kein Unfall bauen. Hier sind viele orangene Fahrzeuge und die Kollegen können wohl irgendwie alle nicht fahren. Hier ist auch zu einem Unfall gekommen. Wir fahren hier rein. Und ich weiß nicht genau, wo der Kollege hin ist. Ich würde vermuten geradeaus. Ja, jetzt ist der. Ah, da ist der. Upsala. Da vorne steht er. Na, wo wollen sie hin? Da sind auf jeden Fall ein paar. So, er kann da reinfahren. Ist hier noch jemand drin? Okay, wir haben hier einige Leute. Oh, jetzt werden wir auch noch angefahren. Wir müssen nochmal nachgucken. Er hat seine Sterne auch verloren. Der ist nicht mehr gesucht. Der hatte nochmal Glück gehabt. Aber der Juwelier wird ausgeraubt, Freunde. Blinker rechts setzen. Jetzt nochmal ab zum Juwelier. Nochmal da final abchecken, was hier so geht. Oh ja, wir haben hier jemanden. Motor ausmachen. Wer ist denn? Der ist nicht gesucht. Diese Person ist auch nicht gesucht. Hier befindet sich keine Person, die irgendwie gesucht ist. Dann können wir das Blaulicht ausmachen. Blinker links, Motor anmachen. Und wir können losfahren. Oh, da vorne ist jemand. Den wenden wir hier mal. Blinker links. Kennzeichen 44. Ja, ist nicht so okay. Mein Kollege schreibt es auch in den Chat. Der Juwelier ist clean.
Wir machen hier den Blinker rechts, Freunde. Hier machen wir auch den Blinker rechts. Hier machen wir den Blinker links. Und jetzt werden wir unser Auto schön einparken. Ja, lass uns das doch hier direkt vorne vorwärts einparken. So, dann machen wir den Blinker aus, Motor aus, Licht aus. Wir steigen aus. Jetzt gehen wir hier durchs Polizeirevier. Da vorne ist mein Kollege, Freunde. Und wir kündigen, Freunde. Das war eine Polizeischicht, in der ich mich an alle Verkehrsregeln gehalten habe. Wenn du mal sehen willst, wie ich das als Zivilist versucht habe, dann schau dir das Video auf der rechten Seite an und guck mal im angepinnten Kommentar, da habe ich meine WhatsApp-Nummer veröffentlicht.